Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ja. Beim letzten Mal waren wir auf diesem Festival, wo wir dann Hacker-Dingster-Bumster-Space gemacht haben. Irgendwie so eine Art. Also Wettbewerb mitgemacht haben. Was wir natürlich gewonnen haben. Dann ist Raymond Kinney aufgetaucht. Und der ist jetzt bei uns dabei. So nicht schlecht. Schlappe Nudel. Müssen wir auch noch erledigen. Horatio im Klamottenladen treffen. Ja, genau, das ist das. Hier war nix. Nee, genau. Was ich gucken wollte. Genau. Mir ist genug Kohle. Immer noch nicht. Die Waffen, die wir jetzt schon haben, ne? Wenn ich eine Waffe brauche, genau so eine hier. Mit Schalldämpfer. Wenn ich halt so eine nutze, ne? Im Bau so eine. Schaden und so geht halt runter, aber ich will dafür aber jetzt nicht extra ausgeben. Militär. Aber beim Militär ist halt echt kein Schalldämpfer vorbei. Okay. So, da drüben müssen wir hin. Das wird auch der Klamottenladen. Aber Waffenladen gibt es hier diesmal nicht, ne? Hackerspace Kleiderladen, das. Ne. Gibt es halt wirklich nicht. Auch nicht schlecht. Und schon wieder zu viel Zeit verschwendet dabei eben. Ich drücke einmal Y, dabei muss ich ja lange gedrückt halten. Manchmal bin ich auch so ein bisschen blöd. Wollt ihr was gucken? 0 Punkte. Also wie immer eigentlich. Sitzt an Massen. Ich wollte es einfach mal austesten. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Ah, schon wieder. Home, Konstrukteur von Smart Homes in der Bay Area, wird beschuldigt, die Privatsphäre der Hausbesitzer verletzt zu haben. Geleakte Dokumente belegen, dass Home sein eigenes Überwachungssystem anzapft und Nutzerinformationen verkauft, vorrangig an Krankenversicherungen. Laut Unternehmenssprecherin Elena Chao würde die Privatsphäre der Nutzer mit dem Verkauf der Informationen nicht verletzt, was der Endbenutzervereinbarung des Unternehmens zu entnehmen sei. Ja, immer so zurechtbiegen, wie man, ne? Wie das dann gerade passt. Kennt man ja. Bitte auf die Bremse! Und bitte auf die Bremse treten. Okay, bist du bereit? Rock and roll.
Okay. Achso. Wo ist der Bus jetzt? Da. Kannst du mit aufsteigen? Marcus, komm schon, Alter. Da steige ich nicht ein. Mann. Ich hab. Toll. Hätte ja klappen können. Bist du sauer? Bist du schon sauer? Ist ihr Leben so mies, dass sie das von anderen auch noch versauen müssen? Ja. Ach, come on. Ich mach was anderes. Falscher Knopf. Mal wieder. Hm. Die sind so doof, die Leute. Ich nehme mal das hier. Pesternika. Ey, diese Ahornbörben-Buttertörtchen sehen toll aus. Ist das euer Scheiß Ernst? Warum wird das nicht hier oben gespawnt? Mann. So ist das hier, ne? Warum wird das nicht da gespawnt, wo du bist? Na klar. Ja, warte. Steig ein. Boah, ey. Wenn das so lange dauert, bis hier einsteigt. Wunderbar. Okay, Mann. Eins muss ich dir vorneweg sagen. Ich entschuldige mich für absolut alles, was du gleich siehst. Machst du Witze? Endlich sehe ich auch mal dein alter Ego. Horatio Carlin, Firmenprogrammierer. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine miese Idee war? Schon gut, ich werde dich nicht aufziehen. Wow. Auto, ey. War ich nicht. Wir sind da. GPS. Hey, setz dich. Ich hab's okay, mal echt okay, jetzt. Aber ja, okay. GPS. Ich weiß, wo das GPS ist. Oben. Hab dich. Genau. Okay. War das klar? Oh Mann. Das Ding ist halt auch so scheiße langsam, ne? Wahrscheinlich Station für Station und Leute einsammeln. Oder? Hi, wie geht's denn? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey, Morgen. Wie läuft's so? Gut, Gary. Hallo. Hey. Horatio, was ist denn mit dir los? Als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Ich sag's dir nur ungern, aber Saftkuren bringen gar nichts. Du kennst meinen Saft noch nicht. Nein, im Ernst. Du brauchst das Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Beim Pressen verlierst du das, dann trinkst du nur noch Zucker. Smoothies, das ist das Zauberwort. Voller Früchte, Gemüse, Superfoods. Superfoods? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver, all das gute Zeug. Du musst noch viel lernen. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Aber sie sind gesund. So viel steht wohl fest. Ja, aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Das ist ein Marketing-Schlagwort, um die Kunden zu ködern. Nichts für ungut. Oh, peinlich. Weißt du, Marcus, es gibt Tage, da wünschte ich würde das machen, was du tust. Und dann gibt es heute. Danke, Kumpel. Ich ersticke gerade an der ganzen Arroganz hier drin. Und ich dachte, Blumenangestellte wären schlimm.
Oh Mann, bin ich gemein. Was mir zu lange dauert. Tschüss. Einfach mal den Weg frei machen. Die dauert zu lange, ja. Einfach mal den Weg frei machen. Okay. Wow. Ich sollte auch darauf achten, was ich mache, ne? Also wie ich fahre. Naja. Ah, man kennt mich ja. Ich fahre immer super. Ups. War ich nicht. Ja, Fraktionssucht gegen, ne? Bla bla bla. Da 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 da. So. Hey. Wollte gerade in mich reinfahren. Was für eine nervige Busfahrt. Eine Busfahrt. Könnten Sie besser fahren? Okay. Hey, hallo. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön. Tralali, tralala. Jedenfalls. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Der neue Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasauce war total fade. Die scharfe Thunfischrolle hatte keinen Geschmack. Oh Mann, das ist buchstäblich das Letzte. Danke für die Unterhaltung. Boost. Buchstäblich? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Oh Mann. Ups. Danke für die Unterhaltung. Kann nicht fahren. Deswegen. Dann beweg dich. Das war ich nicht. Seid frei. Gut, danke für die Unterhaltung. Danke. Hey, Horatio, Mann. Ich hab Schiss, Bro. Oh, wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, wie nennt man einen Schwarzen inmitten von tausenden Weißen? Wie? Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Tun wir doch auch. So. Mann, ich fühle mich so... begafft. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Wir haben eine eigene Mailingliste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde... Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider. Das Ding befindet sich unter dem Noodle-Maps-Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigabestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern.
Wiederhol einfach den... Oh, ich kann hier einkaufen. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wiederhol einfach den Bus-Hack bei einem von denen. Dann kannst du loslegen. Gehen wir in die Küche. Die Plackerei schaffe ich mit leerem Tank nicht. Hey, willst du einen Kaffee? Nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orangeapfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Vielen Dank auch. Okay, klar doch. Colin? Brody? Großer Tag heute. Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem du geredet hast. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich gesprächiger. Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren? Der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen, okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst nicht in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. Orangeäpfel. Okay. Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Nudel-Server-Farm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Nudel Maps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komm rein. Kein Problem. Es tut nicht weh. Versprochen. Hallo. Partyboard-Sequenz gestartet. Ich hatte nie Unterricht. Merkt man das? Das ist da drüben irgendwo. Okay. Der Schlüssel. Warte mal, wir kommen doch bestimmt nochmal rein. Genau. Shit. Was ist denn? Tja, mein hübsches Gesicht bringt mich hier nicht weiter. Schockierend. Dann brauchst du eine höherrangige Zugangs-ID. Oder musst du anders reinkommen? Da sind Kameras. Sind aber außerhalb, ne? Genau. Ja. Ja. Vorne irgendwas. Okay. Alles klar. Kann Verstärkung rufen. Guck mal einen an. Guck mal.
Sag nicht. Wir müssen so irgendwie rein. Ein Stückchen weiter nach oben. Jetzt sind wir ganz oben. Die Zukunft zu kreieren und zu integrieren, darum geht es bei Noodle. Wir verwalten Veränderung nicht, wir sind Veränderung. Auf Makro-, Mikro- und Molekularebene. Unsere Kunden, unsere Nutzer sind für uns nicht nur Datensätze, sondern wichtige Ressourcen. Verbraucherbeteiligung ist nicht nur ein Markt, sondern steht für das, was wir sind. Wir alle, Entwickler, Designer und Nutzer, dienen demselben Zweck und teilen dasselbe Ziel. Was war das? Dort drüben ist doch was. Alle Einheiten, 10:31. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Okay. Das ist das Ding. Kommen wir denn da mal rein? Okay, hier haben wir noch so einen Raum. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Hab ich aber erstmal Fahndung was geschrieben. Ich bin aber so nett. Kommen wir denn da rein? Ach, hi. Vor allem jetzt ist hier jemand, ne? Ich weiß, dass ich da was gesehen hatte. Womit ich mit meinem kleinen Freund da reinkomme, aber... Vorne, wo ist der Eingang denn? Ah, wir sind da. Okay. Was ist denn der? Okay. Noch reingekommen. Ja. Nein, warte. Weil die Tür auch offen ist. So, jetzt muss ich nach oben. Ich muss Sie bitten, weiterzugehen. Okay, sorry. Lass mich in Ruhe. Einsatzteam haben Meldungen zu einem Kriminellen am angegebenen Standort. Den lass ich mitnehmen. Oh, echt? Wow. Seltsam. Ist das?
sagst du das? Ja. Nein, warte. Oh, verdammt. Okay, das ist... Keine Dummheiten, bitte! Wer sind Sie? Ach, shit. Wo sind nochmal die Filter? Hey, ich vergebe mich. Sehen Sie? Sind verhaftet. Das verstehe ich nicht. Ich hab nichts gemacht. Tja. Okay, echt jetzt. Was ist passiert? Oh ja, das muss ich klären. Was ist denn los? Oh bitte, was war das? Ah, ich hab's nicht. Was soll denn das? Volltreffer! Moment, das ist schon wieder los. Was ist passiert? Tschüss. Die Funktion ist echt super. Die Funktion ist wirklich super, ja. Oh Mann, ja. Was zur Hölle? Was ist da los? Oh, nein. Oh, mein sag bloß. Gott! Nimm ihn mit. Hab ich was verpasst? Aber warum? Oh, ich echt? Kann wow. Niemals. Niemals. Was jetzt? Er ist raus mit den Typen. Und der nächste. Die Einsatzleitung, uns wurde zugetragen, dass in ihrer unmittelbaren Nähe ein Verbrecher sein soll. Wow. So. Wieder anderes erledigt wurde. Genau. Jetzt komme ich auch die Zeit durch. Lass ich den nochmal mitnehmen. Erstmal für sie geöffnet. Hey, Sie! Keine Bewegung! Das kann nicht Ihr Ernst sein! Wer hat meinen Verstand? Sie haben das Recht zu schweigen. Was ist das eigentlich für ein Serverraum? Sie müssen Ihre Verbrechen. Aufzüge. Ratio. Fahren die zum Serverraum? Ja, aber nicht für dich. Gesichtserkennung. Und zwar gute. Geh stattdessen in den Wartungsbereich. Weißt schon, wie geplant. Okay, okay. Geben Sie endlich auf! Ja. In dem Wartungsbereich. Wie der echt erledigt wurde da oben, ne? So. Okay.
Aha. Was ist denn für ein Wartungsbereich? Kann ich also ohne Probleme durch? Im Ernst, Bro? Lass dir Zeit. Kein Druck. Reiß dich zusammen, Rachel. Ich bin fast beim Aufzugsschacht.